wusste gerade nicht, in welche Richtung ich winken soll. Hi, ich bin hier heute mit Ella, tatsächlich, Ella und Ella. Und wir haben heute den Tag zusammen verbracht und haben ein bisschen gebastelt. Denn wir sind ja mitten in der Jahreszeit, in der wahnsinnig viele Leute Videos machen, zum Beispiel zu Adventskalendern. Und die sind immer super schön, aber super aufwendig. Und wir haben heute einen für euch, der ganz, ganz einfach zu machen ist. Selbst wenn ihr absolut kein Basteltalent habt, das kriegt ihr hin. Wir haben es gebacken gekriegt, obwohl ich vergessen hatte, einen Brittstift zu kaufen. Und Bänder und... Ja, war super. Also wenn ihr Lust habt, dann bleibt gerne dran und bastelt mit uns. Kennen wir sie nicht alle, die Adventskalender mit den kunstvoll gefalteten Tütchen? Wenn man dann selbst davor sitzt, ist das alles ganz schön kompliziert. Wir haben mit Geschenkpapier erstmal so ein bisschen rumgefaltet, dann festgestellt, dass wir nicht so begabt sind und zu einem kleinen Trick gegriffen. Wir haben einfach ein Buch oder einen eckigen Gegenstand genommen und den eingepackt wie ein kleines Geschenk. Ich habe mir erstmal so eine kleine Borte gefaltet, den Gegenstand auf das Papier gelegt und ganz normal eingepackt. Oben habe ich natürlich offen gelassen und wenn man den Gegenstand dann da rausnimmt, bleibt man zurück mit einer wunderschönen Tüte. Die kann man dann gestalten, wie man mag, kinderleicht mit Washi-Tape oder Zahlen draufschreiben, wobei das sehr, sehr sinnvoll wäre, Zahlen draufzuschreiben. Oder man macht ein paar süße oder auch witzige Fotos, die man einfach auf die Tüten befestigt. Ich finde, gerade wenn die Tüten unterschiedliche Formen haben, sieht das Ganze am Ende sehr, sehr schön aus, auch wenn man kein Bastelprofi ist. Die zweite Sache ist was, was man wunderbar per Briefumschlag verschicken kann. Dafür nehmt ihr euch einen runden Gegenstand, wie zum Beispiel eine Schüssel, und zeichnet diese zweimal auf Bastelkarton. Raus kommen zwei gleiche Kreise logischerweise und aus denen schneiden wir jeweils ein Drittel raus. Das sorgt dafür, dass man die Einzelteile sehr gut in einen Briefumschlag kriegt und man kann sie gut ineinander stecken, damit nichts verrutscht. Wenn ihr das Ganze jetzt bemalt oder gestaltet, habt ihr am Ende einen kleinen Adventskranz. Wir haben unsere mit Washi-Tape beklebt, beschrieben und bemalt, haben es aber eher schlicht gelassen. Ihr könnt da natürlich auch ganz bunt gestalten, je nachdem, was ihr gern mögt. Dann einfach 4 Teelichter drauf und fertig ist der mini-transportable Adventskranz. Natürlich haben wir das Rad hier nicht neu erfunden, aber vielleicht motiviert dieses kleine Video den ein oder anderen Bastelmuffel unter euch. Ihr seht, das war super einfach. Wir haben sehr gebummelt, wir haben sehr viele Toffifee dabei gegessen. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht und ich finde... Du entschuldige, du hast die ganze Packung aufgegessen. Also bitte, Ella. Bitte, Ella.
Also wirklich, wenn ihr Lust habt zu basteln, das ist super einfach zu machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Leute, die das bekommen, sich total darüber freuen würden. Also vielleicht habt ihr Lust, euch hinzusetzen und so eine halbe Stunde, Stunde für jemanden zu opfern, den ihr sehr gern habt und der sich einen kleinen Moment freuen soll. Wenn ihr das Ganze nachmachen solltet, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Fotos schickt und irgendwie auf Instagram den Hashtag Beemis benutzt. Dann kann ich da gucken und alle eure Bilder liken und ganz doll mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.